Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unseren gemeinsamen Betrachtungen und auch gemeinsamen Erleben des Jahreskreislaufes, der uns die Möglichkeit gibt, durch das Erleben mit den Mantren bzw. Sprüchen der Woche, dass wir durch dieses Erleben des Seelenkalenders und seiner Wochensprüche mehr und mehr erleben können, wie wir als der Mikrokosmos Teil sind des Makrokosmos, dass wir also ein Wesen sind, das darinnen lebt, in einem Ganzen, in einem Weltenganzen, das in dem geistige Wesen wirken, anwesend sind und auch geistige Wesen, die das Ideal haben der Menschheitsentwicklung, also die Weiter- und Höherentwicklung des Menschen zu einem mehr und mehr ich-bewussten Geisteswesen, dass es aber auch Wesen gibt, die das hindern wollen, die also als Hinderer in der Welt stehen. Und so können wir im Jahreskreislauf ja erleben, wie wir mehr und weniger je nach Jahreszeit verbunden sind mit der geistigen Welt, mit einem freudvolleren Erleben der Welt in der Frühlings- und Sommerzeit und einer Verdunkelung, Verhärtung, kälter werden in der Herbstes- und Winterzeit. Und so haben wir auch verschiedene Qualitäten von Wochensprüchen. Wir hatten einen Lichtspruch vor 2 Wochen und wir haben viermal im Jahreskreislauf auch das, was wir nennen, eine kritische Woche, wo wir also mehr erleben, das nach unten ziehende, das Verdunkelnde aus den Tiefen der Erde, dass also die Widersachermächte da auf uns wirken. Und so haben wir nun den 33. Wochenspruch, also die 33. Woche nach Ostern, und wir bezeichnen diese Woche auch als kritische Woche, weil sie eben den Menschen auch zeigt, was alles Widerstrebendes, aber auch Böses in der Welt ist. Wir sollten schauen, dass wir diese Woche immer in dem Bewusstsein des Ganzen erleben können, also unser Leben als ein Ganzes sehen, nicht vorschnelle, voreilige, affektartige Urteile oder Veränderungen im Leben vorzunehmen. So fühle ich erst die Welt, die außer meiner Seele miterleben, an sich nur frostig leeres Leben und ohne Macht sich offenbarend, in Seelen sich von Neuem schaffend, in sich den Tod nur finden könnte. Wir sehen also im Jahreskreislauf, dass wir hier in der Herbsteszeit ein verstärktes Wirken haben, der nach unten in die Tiefe ziehenden kalten Kräfte des Todes, also des Verhärtens des Menschen, dass wir nicht mehr das liebevolle, lebendige erleben können, sondern das in dieser Ahrimansphäre, in der wir leben, wirkende, in das schattenhafte Tode ziehende. Und so ist das in diesem Jahreskreislauf, dass wir sehen, das ist nun die 33. Woche, in der wir kommen. Vom Skorpion zum Schützen, von dem Herbstesfest, dem Michaelifest, zum Weihnachtsfest, zur Wintersonnenwende. Und in den 4 Imaginationen zum Jahreskreislauf hat Rudolf Steiner das dargestellt, dass das auch jedes Jahr nicht nur für den Menschen an sich, also an seiner Individualität, an seiner Person, an seinem Leben feststellbar ist, sondern auch als ein makrokosmisches im Jahreskreislauf, das zu Michaeli beginnt oder durchgeht, ein Leben der Erde, dass der Erzengel Michael sich verbindet mit dem Irdischen und durch seine Denkenskraft, durch die Verwaltung der kosmischen Intelligenz reinigend wirkt in die Erdensphäre hinein. Rudolf Steiner hat das ausgedrückt. Michael geht voran in die Erde, kämpfend und reinigend. Und dann kann zur Weihnachtszeit der Christus sich voll verbinden mit der Erde, weil Michael vorangeschritten ist. Das ist für den Menschen auch zu erleben, dass er in dieser Herbsteszeit sich entweder
angstvoll oder hoffnungslos hingibt den ganzen Schrecken dieser Welt, die auftauchen und die er halt in der Gegenwart, der überall in den Konflikten und Kriegen, in den Versuchen, eine wirkliche Diktatur im Westen zu errichten, dass das erlebbar ist, dass wir aber können durch unsere Gedanken, unsere Klarheit in unseren Gedanken, uns mehr und mehr als Geisteswesen zu erkennen, die Maya der Erde zu erkennen, dass das Wesentliche ist, dass wir in Liebe zu unseren Mitmenschen leben, dass dadurch, durch dieses reinigende michaelische Gedanken, durch die Klarheit des Denkens, das Denken erkraftet und lebendig wird und so wir durch das Lebendige uns verbinden mit dem Christuswesen und durch die Verbundenheit mit dem Christuswesen wir zur Bewusstheit, zur Ich-Bewusstheit im Erleben der geistigen Welt werden können. Und das ist das, was ich hier darstellen möchte, dass uns diese kritische Woche eben so deutlich zeigt, dass wir als Teil des Weltenganzen in einem Weltenwerden sind, in dem es vorgesehen ist, dass es Widersacher, Wesen gibt, den Luzifer, den Ahriman, den Asuras, die wirklich versuchen, des Menschen Entwicklung zu behindern oder ganz zu verhindern oder sogar das Ich-Bewusstsein des Menschen auszulöschen. Und dass wir das erleben mit aus der Erde heraus, dass die Erde, so wie wir sie kennen, als eine Werkwelt der Götter gestaltet worden ist, dass der Mensch seine Freiheit unabhängig von der geistigen Welt erleben kann. Das bedingt aber, dass hier wir das auch nennen müssen, die Sphäre des Ahriman, dass wir also auch leben in der Welt des Ahriman, der versucht, uns wegzubringen von der göttlich-geistigen Welt. Das Entstehen der Planeten, wie wir sie im Materialistischen sehen können und bewusst uns machen, sind das, was Rudolf Steiner nennt, die zerbrochene Form. Also das geistige Wesen, Reiche bilden und Sphären bilden, die so gestaltet sind, dass die Wesen ihrer Entwicklung entsprechend dort sich aufhalten können und ihren Entwicklungsgang gehen können. Also Ebenen wie die Sonne für Wesen, die viel schneller und höher sich entwickeln, oder der Mond, wo sich Wesen langsam entwickeln, und die Erde, in dem sich eben die Menschheit in ihrer Geschwindigkeit entwickeln kann. Und wenn das diese Elohim, diese Sphären bilden, dann wirken entgegen sozusagen abgefallene luziferische Wesenheiten der Form, also ehemals Elohim-Wesenheiten. Und dieses Gegenwirken, das zerbricht das Geistige und es entsteht eine Abschnürung, wie das hier bezeichnet wird. Und es materialisiert ein Planet. Wir stehen also in dieser Werkwelt der Götter, die dann gestaltet wird von den geistigen Wesen dieses Planeten, die nicht nur Widersacherwesen sind, sondern auch Wesen sind, die gestalten, also im Positiven wirkend gestalten. Wir erleben das als eine Welt, in dem wir getrennt sind durch dieses Zerbrochene, getrennt sind von der geistigen Welt, weil eben diese Gegenwirkung war, dieses Zerbrechen der Form. Und wir erleben, dass die Planeten jeweils dann sind Orte, an denen verschiedene Geister wirken, eben Widersacherwesen und höhere Wesen. Und die Widersacherwesen, die kommen an solchen Zeiten verstärkt noch zur Wirkung. Sie wollen uns nach unten ziehen. Wir sind also in einer Ahriman-Sphäre. Er will uns wegbringen vom Erleben der geistigen Welt. Er möchte uns ganz wegbringen, überhaupt, dass wir ein Bewusstsein von der geistigen Welt haben. Er möchte uns also einreden, wir wären Maschinen. Und er ist sozusagen der Wissende, ein Weiser des Todes, sagt er zu Rudolf Steiner. Er ist daher auch der Herr des Intellekts, also des kalten, lieblosen, hasserfüllten Denkens, wie wir das auch in der heutigen Zeit, zum Beispiel im Finanzsystem oder in einem verkommenen Pharmasystem erleben. Oder in dem, dass man mit Waffen und Krieg Gewinne machen möchte. Und dieser Ahriman, der möchte uns wegbringen von unserer geistigen Entwicklung. Das können wir immer erleben. Wir können uns das zum Bewusstsein bringen, dass wir Teil sind einer Welt, in dem die geistige Welt will unsere höhere Entwicklung, aber sie will gewährleisten unsere Möglichkeit zur Freiheit
Und das geht nur, indem wir unabhängig sind von der geistigen Welt. Und das bedingt, dass wir leben, zeitweise, eine Zeit lang bei unserem Tagesbewusstsein in einem Bereich des Ahriman. Und der will uns hinabziehen und der will die Wirkungen der geistigen Welt verringern. Und was uns das ausdrückt, ist, dass die Beschreibung der Inneren der Erde, wo diese Widersacherwesen heraufwirken, die luziferischen, ahrimanischen, asurischen Wesenheiten, die den Menschen immer tiefer und tiefer ziehen wollen. Also wir haben beim Dante die Beschreibungen schon von diesen Sphären der Erde in der Tiefe, aber bei Rudolf Steiner noch einmal ausführlicher, dass wir also erkennen können, die Erde ist, je weiter wir in die Tiefe gehen, umso gegen die Menschheitsentwicklung gerichtet in den Erdensphären. Rudolf Steiner hat das auch einmal dargestellt, dass das, was die zerbrochene Form ist, auch etwas ist, das die höheren Gebiete, dass die Astralwelt, der untere Devakan und der obere Devakan entsprechend den Widersacherwesen hinabgespiegelt worden ist. Dass wir also dort, wo die Elektrizität ist, dass ein luziferisches ist, aber ein in die Unternatur gespiegeltes. Dass der chemische Äther der höheren Welten hinabgespiegelt ist in den Magnetismus, als eine ahrimanische Sphäre und Kraft. Und dass der Lebensäther, das Asur, hinabgespiegelt wurde in eine asurische Reich einer furchtbaren Vernichtungskraft. Dass wir also hier haben, in den Erdensphäre, in den Tiefen, abgewandt von der geistigen Welt, diese Wirkungen der Widersacherwesen. Das ist es eben, das uns weiterbringen kann bei der Erkenntnis des Menschseins und der Welterkenntnis, die daraus kommen kann. Dass wir uns erkennen als in einer Welt seiend, die nicht nur von guten Kräften durchsetzt ist, sondern auch von Kräften, die gegen die Menschheit arbeiten, die ihren Bereich auch überschritten haben und als Böses in der Welt wirken. Dort, wo etwas zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann wirkt es böse, auch wenn es zu anderer Zeit gut gewesen wäre oder gut sein kann. Und so ist die Erde in ihrer Tiefe das, was widerstrebend ist der Menschheitsentwicklung. Rudolf Steiner hat das einmal genauer beschrieben als das Innere der Erde, die Erdschichten, die auch zusammenhängen damit, was beschrieben ist bei dem Ereignis von Golgatha, dass der Christus nach dem Tode am Kreuz durch diese Erdschichten erlösend, die Welt erlösend durch oder den Keim für die Erlösung bringend durch diese Schichten gegangen ist. Dass wir eine flüssige Erde haben als die zweite Schicht, also geistige Eigenschaft, die aus etwas Lebendigem das Leben sofort vernichtet. Eine Lufterde, das ist eine die Empfindung vernichtende Substanz. Eine Wasser- und Formerde, die sofort das gegenteilige Bild bildet. Oder die Feuererde, das sozusagen die Quelle ist von Leidenschaften und Empfindungen, die über das Maß hinausgehen, die auf das alles auf den Menschen wirken möchte. Und den Erdspiegel in einer siebten Schicht, den Erdreflektor, hat die Eigenschaft, dass die Substanz, wenn man sich darauf konzentriert, alle Eigenschaften der Erde ins Gegenteilige verwandelt. Und der Zersplitterer, das ist die Quelle dessen, dass die Menschen sich zerstreiten können, in Disharmonie leben können, also dass im Wesentlichen auch die moralischen Eigenschaften zersplittert, dass das gute Menschen versucht zu zersplittern und versucht, das böse Menschen aufzuwecken, zu stärken. Und der innerste Kern der Erde, der Erdkern, das ist substanziell dasjenige, durch dessen Einfluss auf der Welt schwarze Magie entsteht. Von hier geht die Kraft des geistig Bösen aus. Wir haben also, dass wir in der göttlich-geistigen Welt Wesen haben, die in Liebe und Güte die Menschheit weiterentwickeln wollen, aber die auch dafür gesorgt haben, dass diese Widersacherwesen vorhanden sind und den Menschen die Kraft geben,
dass er diese Widerstände überwinden kann. Die Möglichkeit, dass der Mensch sich trennt von der geistigen Welt, hat ihm die Freiheit gebracht. Er würde aber mehr und mehr diesen Widersacherwesen, die eben hier wirken, aus den Erdentiefen, verfallen. Das Christuswesen ist in der größten Liebestat der Weltenentwicklung, der Menschheitsentwicklung herabgestiegen, hat sich verbunden mit der Erde, ist durch den Tod gegangen und das Gehen durch den Tod des Christuswesens, ich habe es zuvor erwähnt, ist, dass der Christus sozusagen von dem, was physisch ist, Geist getrennt ist in der Welt, hat versucht, man nennt das die Weltenseele am Weltenkreuze hinzumorden. Das ist geschehen, aber der Christus ist gezogen in die Erdentiefen und kann durch das größte Leiden eines Wesens in der Menschheitsentwicklung, das das war, konnte er hineingehen in die Erdschichten und in den Erdschichten Keime legen für eine Erlösung der Welt. Es ist dann, dass das, was war, dass die Menschheit nicht mehr wegkommen konnte, von der Erdensphäre in Dunkelheit leben musste, in Unbewusster nach dem Tode, dass der Mensch nun durch sein Ich-Bewusstsein nach und nach mit Bewusstheit die Zeit nach dem Tode auch erleben kann. Ich zitiere Rudolf Steiner: von jenem Geistesblitz durchzuckt, der seinen Wesen zeigte, dass wieder Licht in dasselbe kommen sollte. Der Christus Jesus lebte dies der Menschheit vor. Er ging durch den Tod in das Reich Ahrimans und ist von dort aus eigener Selbstbewusstheit den Weg zurückgegangen in die geistige Welt. Das Ich wurde geboren. Es war der Augenblick der menschlichen Ich-Geburt. Es hat also das hohe Geisteswesen, das Welten-Ich, den Weg gegangen des größten Leidens in diese Erdschichten hinein und hat den Impuls zur Erlösung dieser Erdschichten gebracht und hat gleichzeitig ein neues Geistbewusstsein geboren, eine Ich-Geburt, die dann für alle Menschen gewirkt hat, dass jeder Mensch eine eigenständige Geistigkeit entwickelt. Und die Geistigkeit, die nun beginnen kann in der Menschheit, dass es eine Überwindung dieser Erdschichten gibt. Rudolf Steiner beschreibt das, dass die Menschheit eben für die Zukunft in der Ich-Bewusstheit, in dem Nachfolge auch dessen, was die Mission des Erzengel Michael ist, also dem Aufleben der Intelligenz, der kosmischen Intelligenz als liebevolles Weltgestalten, dann beginnen kann zu erlösen, was hier in den Erdschichten an Widersacherwesen ist. Die Lufterde erlösen, wenn die Menschen durch Geistgelassenheit den Schmerz geistig überwinden, dann überwinden sie die Lufterde, die Fruchterde, wenn der Mensch einmal selber Leben ausstrahlen wird. Und die Feuererde, das Überwinden der Leidenschaften und Triebe, wird eine Überwindung der Feuererde sein. Durch den Hass, Zorn, Leidenschaften der Menschen wird heute die Feuererde angeregt und Erdbeben und Vulkanausbrüche entstehen. Das ist der Quell dessen, von vielen Naturkatastrophen ist das Verhalten der Menschheit in ihrer Geistesschülerentwicklung. Und die Erdspiegel, den Erdreflektor können wir in Zukunft erlösen durch die Wahrheit, indem wir nach der Wahrheit streben und sie auch mutvoll vertreten in der Welt. Den Zersplitterer, wenn die Einsicht unter den Menschen siegt, überwinden sie den Zersplitterer. Die Einsicht zur Eintracht, also die Fähigkeit, sich als Menschheitsgemeinschaft, als die ganze Menschheit zu erkennen. Und den Erdkern, wenn die weiße Magie, also die liebevolle Anwendung von Zauberkräften, die die Welt veredeln und wieder reinigen und höher entwickeln und erlösen, das gibt dann, dass wir das Böse erlösen können. Also zuletzt wird die ganze Erde durch die Kraft der Menschheit umgewandelt. Und das ist das, worauf uns der Jahreskreislauf mit den kritischen Wochen immerhin weist, dass eben der Ahriman will uns hinabziehen, der Asuras will überhaupt Kulturvernichtung, Ich-Bewusstheitsvernichtung, das erleben wir auch heute schon. Und der Luzifer will uns sozusagen feige wegbringen von unserem Erdenschicksal und uns nur
in der geistigen Welt ohne Entwicklungsmöglichkeit festhalten. Und diese kritische Woche zeigt uns, dass eben Ahriman will uns wegbringen von einem spirituellen, geistigen Erleben. Er will uns in Angst und Schrecken halten. Aber das Michaelische ist eben, dass wir einsehen können, dass wir Geisteswesen sind, die übersinnlich größte Ähnlichkeit schon haben mit den Engelwesenheiten. Und der Christus, der will uns das zeigen. Der Michael will uns die Offenbarung dazu bringen, dass wir erkennen, wir sind ein Teil des zweiten Logos, insofern wir uns mit dem Christus verbinden können. Die Menschheit muss so erkannt werden, dass sie in Christus den Ursprungs- und ewigen Logos offenbart. Also die Erde beginnt dann im Verein mit dem Menschenbruder, mit dem Christus, die Erde zu erlösen, der im Bereich der mit dem Menschen ursprünglich verbundenen göttlich-geistigen Wesenheit zur Entfaltung der Geistwesenheit des Menschen wirkt. Indem wir welterlösend sind, erlöst, kommen wir in die Verbindung wieder mit der göttlich-geistigen Welt. Und das ist das, wir streben können als Menschen in liebevoller Verbindung mit der Mitmenschen, mit der Welt, dem Christuswesen, dass wir Erlösung dem Erlöser bringen, dass eben die Menschheit diese Aufgabe hat, in der Materie zu wirken, auch das Böse zu erkennen und es langsam zu verwandeln, indem es alles durchliebt, durchchristet, also die ganze Welt durchchristet. Man muss sich darüber im Klaren sein, sagt Rudolf Steiner dazu, dass auch die bösen Mächte der Erdenentwicklung eingefügt werden müssen. In der Zeit, wo sie überwunden werden müssen, wird der Mensch eine gewaltige Kraft aufzuwenden haben, um das Böse und das Dämonische wiederum in das Gute umzuwandeln. Aber seine Kraft wird dadurch wachsen, denn das Böse ist dazu da, die Kraft des Menschen zu stehlen. Und dadurch, dass dann das Böse in das Gute zu verwandeln. Das Böse hat die Widersacher, haben also diese Aufgabe, die Möglichkeit zur Freiheit dem Menschen zu geben und im Weiteren den Menschen kraftvoll zu kraftvollen, liebefähigen, freien Wesen zu machen. Und zu dieser kritischen Woche, zu diesem Erleben des Wirkens der inneren Erdschichten, möchte ich von Novalis aus den Hymnen an die Nacht Folgendes sprechen. Hart rang er mit des alten Todes Schrecken. Schwer lag der Druck der alten Welt auf ihm. Noch einmal sah er freundlich nach der Mutter. Da kam der ewigen Liebe lösende Hand. Und er entschlief. Nur wenig Tage hing ein tiefer Schleier über das brausende Meer, über das bebende Land. Unzählige Tränen weinten die Geliebten. Entsiegelt ward das Geheimnis. Himmlische Geister hoben den uralten Stein vom dunklen Grabe. Engel saßen bei dem Schlummernden, aus seinen Träumen zart gebildet. Erwacht in neuer Götterherrlichkeit, erstieg er die Höhe der neugeborenen Welt, begrub mit eigener Hand der alten Leichnam in die verlassene Höhle und legte mit allmächtiger Hand den Stein, den keine Macht erhebt, darauf. Wir haben den Christus als das Wesen, das vorausgegangen ist der Menschheit, diesen Weg gezeigt hat und immer wieder mit der Menschheit geht diesen Weg, dass wir veredeln, reinigen, erlösen das, was an der Welt als Widersacherwesen lebt. Von Rudolf Steiner möchte ich nun die Stimmungen zu den Tierkreiszeichen sprechen. Und wir kommen ja nun vom Skorpion zum Schützen in dieser Woche. Und daher beide Stimmungen. Das Sein, es verzerrt das Wesen. Im Wesen doch hält sich Sein. Im Wirken entschwindet Werden. Im Werden verharret Wirken. Im strafenden Welten walten, im ahnenden sich gestalten. Das Wesen erhält die Wesen, der Skorpion oder Adler. Und nun der Schütze. Das Werden erreicht die Seinsgewalt. Im Seienden erstirbt die Werdemacht.
Erreichtes beschließt die Sterbelust in waltender Lebenswillenskraft. Im Sterben erreift das Weltenwalten, Gestalten verschwinden in Gestalten, das Seiende fühle das Seiende. Es ist also das, was wir in diesem Monat noch gesagt haben, was eine Übung wäre von den Nebenübungen. Das ist die Zusammenfassung der vorhergehenden 5 Übungen. Das ist die innere Harmonie, das Gleichgewicht. Also, dass wir durch das ausdauernde und abwechselnde Üben der vorhergehenden Nebenübungen eine Eigenschaft haben, dass es ein schönes, inneres, kräftiges Gleichgewicht der Seele gibt. Allen Unbillen und allen Störungen, aber auch unserem Schönen und Guten, dass das in einem schönen Gleichgewicht in uns lebt. Und man wird dann sehen, dass die vorhandenen Unzufriedenheiten und der Erscheinungen der Welt verschwinden, dass man dann in eine Harmonie mit dem Weltenganzen und dem Schicksalswollen, dem eigenen Schicksalswollen leben kann. Rudolf Steiner hat darauf hingedeutet, dass ja verschiedene Kulturepochen in der Menschheitsentwicklung sind und dass es so etwas wie einen Mittelpunkt gibt der nachatlantischen Kulturepochen in dem Bereich des römisch-griechischen Zeitraumes und dass die heutige Zeit eine Spiegelung ist, aber nun in einem anderen Entwicklungszustand natürlich wie die ägyptisch-chaldäische Zeit. Und so möchte ich ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners mit den Hinweisen auf die ägyptische Kulturepoche bringen hier, die eben zeigt, dass wir die Menschen, das menschliche Erleben in der Erdenwelt dadurch umwandeln können, dass wir die Sternenweisheiten, das, was uns hier die Geisteswissenschaft bringt, vom wirklichen Menschsein, dass uns das stärken und kräftigen kann. Eine Empfindung in der ägyptischen Kulturperiode. O dunkel ist der Erde Antlitz, wenn die Sonne blendend dunkelt. Doch hell wird mir mein Tagefeld, wenn die Seele es beleuchtet durch Sternenweisheit. Und so können wir sehen, dass die Tugenden, die wir im Jahreskreislauf verstärkt für das jeden Tierkreis, für jedes Tierkreiszeichen entwickeln können, dass wir vom Skorpion, von der Geduld, die zur Einsicht wird, nun kommen in den Bereich des Schützen, wo wir kommen zur Gedankenkontrolle, wieder dann auch bei den Nebenübungen, die zum Wahrheitsempfinden werden. Dass also die Geduld, die wir versucht haben, dieses Monat, dieses Tierkreiszeichen zu erüben, dass uns das die Möglichkeit bringt, auch das, was der Pfad der Erkenntnis uns schildert, dass wir also Geduld üben müssen im Erleben dessen, was auf uns zukommt, dass wir oft etwas, was manipulativ uns zugetragen wird, um unsere Empfindungen und Emotionen zu stärken, dass wir da Geduld üben müssen, um das Ganze anschauen zu wollen und aus dem Ganzen dann erst die Einsicht zu bekommen. Und die Gedankenkontrolle, die wird uns bringen zu der Fähigkeit, unsere eigenen Gedanken selbst unter Kontrolle zu bringen. Wenn jemand anderer uns manipuliert und unsere Gedanken uns aufdrängen möchte, fremde Gedanken, unlogische Dinge uns geben will, wie zum Beispiel in dieser Woche, der letzten Woche im Deutschen Bundestag völlig wirre Dinge schon hinsichtlich dessen, dass man nicht mehr feststellen könne, welches Geschlecht ein Mensch habe. Und haben wir also, dass die Gefahr, dass unser Denken sich verliert in Unlogik und Wirrnis. Und wenn wir aber die eigene Kontrolle anstreben, wenn wir unsere eigenen Gedanken in unserem Bewusstsein ohne Störungen halten können und ein Wahrheitsempfinden für die logischen Verbindungen dieses Gedankens mit anderen Gedanken erüben, dann erleben wir die Fähigkeit, Wahrheit zu fühlen. Wir haben in der Mathematik schon ein weltumspannendes Feld, wo die Menschheit einheitlich die Wahrheit stimmig für alle Menschen erleben kann. Und dieses Wahrheitserleben, das ist menschheitsverbindend. Also die Wahrheit verbindet die Menschheit. Wo ich die Wahrheit nicht erkennen kann, lebe ich in der Unterdrückung durch die Unwahrheit. Das ist auch etwas in dieser
versuche Ahremanns, die ganze westliche oder auch durch China die ganze Welt in eine Diktatur zu wandeln, indem sie die Wahrheit durch Zensur verbieten will. Und der Christus sagt zu uns, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das, wohin uns die Gedankenkontrolle führen kann und wo uns dieses Tierkreiszeichen in den Tugenden hinleiten möchte. Und wie wir das in der Seele erüben können, können wir im Denken erleben, im Schützen, dass wir dann kommen von dem Dynamismus, also von dem Sehen von Kräften, dass wir den Kräften im Monadismus zuordnen, Wesenheiten, dass wir diese Wesen aber noch abstrakt ansehen, dass wir also nicht wie im Spiritualismus die Wesen wirklich als Individuen erleben können, qualitativ, sondern dass wir nur Wesen annehmen und Qualitätsstufen, dass wir also noch eine Art abstrakten Spirituismus in diesem Denken erleben, das mit dem Tierkreis des Schützen in enger Verbindung steht. Und wir sehen in den Bewegungsabläufen, die Rudolf Steiner zur Arrhythmie für den Tierkreiszeichen gegeben hat, dass wir eben kommen vom Verstand und Gedanke zum Entschluss. Also wir bilden, wir haben die Voraussetzung des Gedankens in der Waage, also wir wägen ab, was wir als Gedanken zulassen können, was in einer sinnvollen Relation zu uns und der Welt steht. Wir bewegen die Gedanken, so dass wir ihn bilden können zu einer wirklichkeitsentsprechenden Vorstellung und daraus bilden wir unseren Entschluss zur Tat. Das ist dann das, was wir erleben im Schützen. Und in den Fähigkeiten des Menschen, die Welt wahrzunehmen, gibt es Sinne in den niederen Sinnesorganen, die sich mehr mit dem Denken, mehr mit dem Fühlen und dem Wollen verbinden. Und der Tastsinn ist etwas, das mit dem Wollen in Verbindung steht. Und das ist, wenn wir höher uns entwickeln, etwas, wo wir hineingehen können, über den Tastsinn in das höhere Erleben. Und das bringt uns in einen Bereich der Intuition. Die Intuition ist ja diese höchste Erkenntnisstufe, die dem Menschen heute möglich wäre oder zum Teil möglich ist, dass wir uns als ich-bewusste Menschen schon erleben in der geistigen Welt und so die Kräfte haben, uns nicht nur zu sehen, was in der geistigen Welt stattfindet, auch nicht nur zu hören, die geistigen Wesen, sondern uns ganz ich-bewusst verbinden zu können mit den göttlich-geistigen Wesen. Es ist also ein ich-bewusstes Verbundensein mit anderen Wesen, das dann benannt wird bei den höheren Wahrnehmungen von Rudolf Steiner als Durchdrungensein mit dem Gottgefühl. Also wir können in uns den Gott erleben. Und so möchte ich nun von Rudolf Steiner ein Wahrspruchwort sprechen, das es hinweist darauf, dass wir geistig uns entwickeln können im Erleben der Materie. Der Geist, der von uns in die Materie geführt wird. Die Materie, die von uns bearbeitet wird bis zu ihrer Offenbarung, durch die sie den Geist aus sich selber heraustreibt. Die Materie, die von uns den Geist offenbart erhält. Der Geist, der von uns an die Materie herangetrieben wird, die bilden dasjenige lebendige Sein, welches die Menschheit zum wirklichen Fortschritt bringen kann, zu demjenigen Fortschritt, der von dem Besten in den tiefsten Untergründen der Gegenwartsseelen nur ersehnt werden kann. Es ist eine Aufforderung im Willen zur Tat, dass der Mensch kann, seinen Geist so weit entwickeln, seine moralischen Fähigkeiten so weit entwickeln und auch seine fachlichen Fähigkeiten tätig zu werden, weltgestaltend, indem er die Materie ergreift und in ihr schaffend, schöpfend wirkt, so im Guten erlösend wirken kann in der Welt. Und so noch einmal diesen 33. Wochenspruch, die kritische Woche. So fühle ich erst die Welt, die außer meiner Seele miterleben, an sich nur frostig leeres Leben und ohne Macht sich offenbarend, in Seelen sich von neuem schaffend, in sich den Tod nur finden könnte. Vielen herzlichen Dank.